Herzlich willkommen damit, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel Gamer Chaos. Ich bin David und wir zocken heute zusammen Mario Party DS. Nachdem ich ja schon ein paar Ableger der Mario Party-Reihe gezockt habe, dachte ich mir jetzt, komm, du bist gerade eh so auf der DS-Retro-Szene, dann kannst du doch auch mal das Mario Party für den DS-Let's Play. Soweit mein Plan und so war es nun auch die Tat. Dieses Spiel ist für mich tatsächlich komplett blind. Also ich habe den DS-Teil noch nie gespielt. Ich habe ein bisschen Videos darüber schon gesehen, aber so der DS-Teil war einer von denen, die es noch nie gespielt habe. Also gut, vielleicht mal früher bei Freunden, wie ich kleiner war, mal ein kleines bisschen in meiner Jugend. Aber eigentlich an sich prima nicht. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, das Spiel erstmal spielen zu können. Und dann auch herauszufinden, wie das Ganze wird. Ich freue mich, wenn ihr dabei werdet bei diesem schönen neuen Let's Play. Und vorschlagen, wir fangen direkt an. Da geschraubt habe, weil das bei mir gerade übelst reintrudelt. Also, wir fangen an mit Mario Party DS. Ja, das Ganze ist übrigens diesmal leider wieder auf Englisch. Liegt daran, dass es wieder ein Emulator-Datei ist und das macht aber nichts, das fördert so unser Englisch und das soll dementsprechend klappen. Ich kann es aber nicht auf Deutsch, das habe ich schon geschaut. Also wir nehmen das erste File und das ist ja mal ein interessanter Name, aber nein, die wollen einen anderen Namen. Aber ganz zurück wollten wir nicht. Scheiße. Wer kommt auf solchen Namen? Aber okay. Das sind ja mal geile Buchstaben. Ich will eventuell einfach normale Buchstaben. Geht das auch? Danke. Es heißt David. Das ist ein wunderbarer Name. Ja, und das File wurde created. Wunderbar. Ja, ihr seht schon. Wir haben in diesem Let's Play ein Style-Mode, ein Party-Mode, ein Minigame-Mode, ein Puzzle-Mode, ein Multiplayer und eine Galerie. Wir machen vereinfacht gesagt einen Story-Mode. Vielleicht wird es ein Party-Mode und Minigame-Mode anders auch noch ausprobieren. Mal sehen. Aber prima, bei diesem Let's Play geht es mir um den Story-Mode. Story-Mode. Und damit fangen wir jetzt auch direkt schon an. Ich mag das Spiel. Ich mag den DS generell, aber auch das Spiel mag ich ganz gern. Dementsprechend, ja. Wir fangen das Ganze mal an mit den Ehrenmann Mario. Dieses ist jetzt aber die Mario Party. Und nicht die Luigi Party oder sowas. Minigames machen wir mal ohne Mikrofon, weil auf dem Emulator wird das ein bisschen sehr schwer. Minigames machen wir, indem man das Mikrofon braucht, deshalb no mic. Weil ich habe kein DS-Mikrofon. Geht es anders. Finde ich aber nett, dass man es auswählen kann. Zumindest erstmal leise, weil es kommt die Story. The Mario Crew Adventure begins late one night. Five dazzling objects shoot across the sky and fall to earth. One falls near Mario. The next day, Mario tells the crew what he found. It's a sky crystal. Die Musik erinnert mich bei mir total gerade an diese eine Anwendung von den 3DS mit den Miis, Mii-Platz oder wie das hieß. So als es fällt danach an bei der Welt, finde ich gerade von Soundtrack her. Sag's denn, this one more surprise. Hey Sams, I'm throwing a big Bowser bash to apologize for being such a big jerk. So I've got a buffet of free crop laid out for all of you. Come and get it, Bowser. Holy crap. Bowser's party invention also gets into Donkey Kong's hands. Donkey Kong races off to Bowser's castle to get first crack at the snakes. Get first crack at the snakes. Ah ja, ich glaube, das ist vermutlich eine Redewendung. Who can resist? Ah, das ist interessant zu wissen. Three eats can be beat. Mario Crew also goes to the bus. It is good to be true. Is it good to be true? Of course. Bah! You feel for one my traps again? Now give me this Sky Crystal. See my Minisimer here? Guess what it does? It shrinks you all down to size.
Oh my gosh! Bah, your sky crystal is mine. Now all I need are the other four. Kamek, I'm done with these previews. Give him the boot. Sucken down. Flung far away. It's a completely mess for the Mario crew. The mighty heroes pick themselves up and look at the mega world around them. That's a deep, by the way. But there's no time for sightseeing. Not when there's work to be done. Our heroes must find other sky crystals, beat Bowser, and return to normal. The entry Mario crew leaps into action. They all want to be one saves the day. Even the best of friends can be evils when it comes to being our heroic superstar. And so our tiny heroes set out on their big adventure to bring down Bowser. Wiggler's garden. At least the party of small friends can agree on one thing. They must go to Bowser's castle. But just as they start making their way through the big world. Hey! Teensy Winsy, party people! I see Rubassy being small, but I need help! The Crotsy Piranha plant is making a mess of my garden. Would one of you wie folk stop that brute? Please help. Everyone jumps at the chance to be the big hero. To be such a large enemy, they will need to get our stars and use their power. The person who gets the most stars will be the superstar. And the superstar will take on the piranha plant with the power of the stars. Try to gather the most stars to become the superstar, Mario. Okay. Then here we are at Wiggler's garden. That is a net tatsächlich is here. Give those dice blocks a tap to see who gets first. Ah, the Würfel. Here's the turn order. First up is Luigi. Okay. Second is Mario. Third is Waluigi. Last but not least is Daisy. Here are 10 coins to get you started. Thank you very much. Now, let's party! Oh yeah! That's the first star! Okay, also da hinten ist der erste Stern. So, als erstes fängt Luigi an. Also Mario Party, kennt ihr vermutlich schon, das ist einfach ein Brettspiel. So, ein virtuelles Brettspiel, auf dem man vereinfacht gesagt viele Sterne einsammeln muss. Ich bin ja sehr weit gekommen, aber habe immer drei Münzen eingesammelt. Denn Münzen bringen Geld. Mit Geld kann man auch Sterne kaufen. Einfach gesagt, du kannst immer einen Weg zu den Sternen hinbauen. Ich muss wirklich viele Sterne einsammeln im Laufe der Zeit. Wir sind uns, dass die Zeit gar nicht gezeigt haben, wo die Sterne sind, aber ich glaube, das kommt vermutlich noch. Und man kann hier offensichtlich auch Freude finden. Vielleicht so eine Art Verbündeten-Bonus wie in Mario Party. In Super Mario Party, ich weiß es nicht. Also ich habe den Teil, wie gesagt, noch nicht gespielt, deshalb völlig blind, was da passiert. Hab mich auch nicht davor großartig informiert, weil ich das Ganze ja selbst erleben will, was da passiert. Deshalb ist das eine Sache, die wir einfach sehen werden. Aber ich denke mal, das wird jetzt alles mit der Zeit erschließen, ne? Oh, jetzt ist mir aus dem Richtig. Oh, Molecule ist das Spiel, was dran kommt. Ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert mit Touchscreen, die Stars, sie werden sehen. Okay, cool. So and the partner must dig to the finish first, while stealing ahead of Monty Mole. They'll dig upward if the other player digs faster. And vice versa. Okay, einfach nur A drücken, um zu schaufeln. Ich glaube, das ist alles. Einfach gesagt, muss man einfach abhauen vor dem Typen. Aber wir haben noch gar nicht mal angefangen.
Doppen Weg kann man nicht bestreiten, oder? Nein. Doppen, hallo. Den Weg machen die automatisch. Aber ist eigentlich ganz nett, auch wenn das... Ah, das geht auch schneller. Scheiße. Was ist denn hier los? Hoffentlich kann ich doch ausweichen. Ah, mit der Taste geht das. Scheiße, ist das unangenehm hier. Aber da ist das Ziel. Ich glaube, das schaffen wir. Bevor uns der Böse einholt. Und in der Tat. Aber tschüss, war das knapp. So ist der Grandam. Mehr oder weniger. So ist der Grandam. Hey, wir sind Erste geworden. Yeah, boy. Komm, Daisy. Wir klatschen jetzt sozusagen ein. So, an die Stelle selbst deine Omas wissen. Du hast es gar nicht mal so dumm, immer wieder zu schäfen. Nämlich machen wir mal wieder hier den dritten. So, jetzt ist Luigi da dran. Ihr seht das Prozedere und das ist eigentlich ganz nett. Ich habe keine Ahnung, wie lange die ganzen Runden dauern. Das ist ohne Sache, die werden wir einfach sehen mit der Zeit. Ja. Ich hoffe nur, dass ich jetzt auch ein bisschen weiterkomme. Und ich gleich wieder lost bin, weil das ist eine Sache, die werden wir mal sehen. Ja, 2! Juhu, es ist geil! Ich komme mit diesem Spieler schon mega voran, ey. Ich bin begeistert hier. Ach, Mario Party. Ich liebe dich so, das Spiel. Es ist echt Wahnsinn, ungelogen. Also, ich habe bei Mario Party noch nie Glück gehabt. Das Spiel war irgendwie nie auf meiner Seite bis jetzt, aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wird mit der Zeit hoffentlich noch kommen. Ja. Das Glück in diesem Spiel. Also, ja. Aber ich bin guter Dinge, so gesehen. Am Abwarten, was die anderen so versapfen. Ich habe auch keine Ahnung, wie stark die Gegner sind. Ich glaube, das war auch eine Sache, die man nicht auswählen könnte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt über Upper Screen und Down Screen, aber ich denke mal, dass das der linke, der obere und der. So, ne? Weil ich finde es ja komisch, dass die Karte so groß ist und das eigentliche Gesehen halt eher nur klein abgebildet wird, nämlich ist ja unter euch, aber. Ah, das ist mir. Oh Gott, hat sie mal so einen Stern eingesammelt, der David. Daisy, die. Okay, da ist der nächste Stern, der Spider-Pflanze, das heißt, wir müssen da in die Richtung gehen. Ich habe es ganz drauf geachtet, wie viel der gekostet hat, ne? Jetzt hat er mich so verlabert. Aber immerhin wird Daisy hier krass gebergbett. Und das nennt es Karma. Aber auch so Rest-Karma, wenn ihr mich fragt. Wenn ich will gewinnen. Boogie Beam. Ah ja, was ist das? Strike the correct pose when the big bats hit. What's if the spotlight sign on you? If it does strike the left pose, if it doesn't strike the right pose. Okay, du musst einfach mit dem Stift, der jetzt hier, ne? Ich hab nicht aufgepasst. Ah! Okay, je nachdem, was angezeigt wird, Licht muss man auch dementsprechend. Hä? Check das nicht. Hä? Hä? Ich war da mal mega los. Hä? Wenn ich das nicht weiß, hab da erst nicht gesagt, was ich da machen musste. Huh. Oh nö, jetzt geht's wieder meine Leiter hier eher nach unten in Sachen. Ich bin nicht mehr so gut. Super. Ich bin begeistert. So, dementsprechend geht es jetzt direkt weiter. Also das war jetzt nicht so gut. Aber mal sehen, wie es noch wird. Noch haben wir ja Möglichkeiten, dass wir das wieder wettmachen. Noch ist alles offen. Das wird wieder gespeichert. Dann überspeichert ist mein Safe an dieser Stelle. Es wird auch mal. Ich stehe mal zweimal Safe. Das ist ja halt. Ist besser wie nie, damit man mal irgendwas falls leert oder so, dass es einfach gespeichert ist. Und jetzt haben wir nochmal, was Luigi jetzt hier so anzapfen wird. Jetzt bin gespannt.
und hab auch ein bisschen Respekt davon. Ach nö, also der hat jetzt schon wieder ein Stern gekriegt. Scheiße, da bin ich erst der Einzige, der noch keinen Stern hat. Damit, das ist eine Sache, die muss man unbedingt des Tages umändern. Also muss auch langsam mal an ihn zukommen und einen Stern holen. Bis jetzt bin ich aber noch nicht so weit. Also wir werden sehen, wie sich das Spaß hier entwickelt. Da hüpft er fast uns im nächsten Stern ganz energisch. Also das macht mir erst Angst. Der Stern ist da, ist bin da. Das heißt, es darf einmal wieder kommen und außen rumgehen. Wenn ich denn überhaupt mal so weit kommen würde. Jetzt hat hier mit 7. Strategisch ist es sinnvoller, wenn ich hier lang gehe zum Stern. So. Ich komme dann zumindest Step by Step näher. Außer irgendjemand anders schnappt es, den ist weg. Und Izzy kann es nächste Runde tun, wenn er Münzen einsammelt bis dahin. Das heißt, es gilt, wir dürfen Izzy nicht gewinnen lassen. Im nächsten Minispiel. Sonst bin ich leicht am Arsch gescannt, ne? So, Wario hat irgendwie jetzt 10 Münzen bekommen. Ich weiß gerade nicht genau wieso. Aua, wir sind am Arsch, weil Wario ist ein Stern krallt. Oh nö. Digga, Scheiße, hat wieder Glück. Der ist ja Hardcore-Asozial versteckt hier, wenn da Leute so gebärbelt werden. Okay, da hat das Glück. Dammit, aber Daisy lebt ja auch noch und die ist dumm, weil die hat direkt zum Stern gehen können, aber na. Hidden Block. Da, okay, da war jetzt Geld drin. Ich glaube, manchmal könnte auch Sterne drin sein. Zumindest war es in neuen Teilen ja so. So, 1 vs. 3 Minigames. Wette, ich werde der Hampelmann sein, gegen den alle anderen spielen müssen und ich werde es verkacken. Okay, was ist denn das Spiel? Rules. Race down the hill on your sow sled. Scrubbing a corner during a turn will slow it down, so take corners smoothly. Okay, man muss einfach gesagt nur L&R drücken, um nach links oder nach rechts zu driften. Ob man darf halt, glaube ich, irgendwie nicht so hart in Ecken. Oh, scheiße. Jetzt weiß, was die meinten. Wie soll das denn gehen? Ja, wir sind da mega langsam. Lied! Nein, scheiße! Schneller! Verdammt, jetzt hab ich der Rizzi überholt! Nein! Scheiße! So knapp war das sogar! Okay, da war es erstmal ein bisschen lost, aber wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Emulator mit einem Xbox-Controller, also eventuell liegt es auch daran, dass es lost bin. Ne, ich hab jetzt leider kein Original-DS direkt neben mir sitzen. Das ist jetzt so eine kritische Sache hier. Aber naja, was soll's, wie es hier weitergeht, das ist eine Sache, die sehen wir im nächsten Part. Ich sag jetzt soweit, herzlichen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!